Stoosh. Stoosh. Tuki. Ja, Stoosh. Norb. Norb. Oh, wir sind ja schon bei Minute 35 gleich der Aufnahme. Das ist voll witzig, wenn man das unten so sieht. Im Grunde haben wir genau jetzt die Hälfte. Das heißt, der Part müsste jetzt dann gerade Nummer 3 sein jetzt schon. Das heißt, herzlich willkommen zum dritten Part. So oft begrüßt habe ich in einer Aufnahme noch nie. Tja, und der bringt jetzt Tricks bei. Schmeiß Stückchen. Tier anbellen. Das habe ich dann direkt weggemacht, weil ich will ihn leise belassen. Ja. Vielleicht hätte ich doch so einen richtigen Drecksköter machen sollen, oder? Was denkt ihr? So einen, der irgendwie, keine Ahnung, total aggressiv ist. Habe ich das nicht sogar schon im Part gesagt, wo ich den erstellt habe, dass ich eigentlich von den Mistköter hätte machen sollen? Naja. Der buddelt natürlich wieder Löcher. Du darfst erstmal säubern und nicht am Computer dran gehen. Tja, der Hund. Warum mache ich nichts mit dem Hund? Lass ich ihn jetzt üben oder nicht? Schlafen lasse ich ihn, okay. Herumschnüffeln. Aus dem Napf fressen sollst du. Dann geht's dir gut. Was habe ich jetzt? Achso, ich habe nachgeguckt, was ich holen kann. Tja. Ach ja. Dein Tier ist unglaublich clever. Ein tierisch tolles Tierbett sozusagen. Traumhaftes Tierbett. Oder wie auch immer. Mich würde mal interessieren, ob nicht der Hund auch irgendwas reißen kann. Man stelle sich vor, der Hund würde, sag ich mal, einen Hirschen reißen. Also einen Hirsch reißen und den dann zerfetzen. Das ist aber wahrscheinlich nicht kindergerecht. Das wäre nur witzig, wenn man sagt, oh, ein Waschbär, töte ihn, iss ihn, spare ich mir das Hundefutter. Das wäre witzig. Aber wie? Ah, da habe ich einen Snacks essen lassen, oder? Warum denn nicht Waffeln? Naja, keine Ahnung. So, nach dem Essen sollte er zur Arbeit. Und was machen wir mit Hundi währenddessen? Ah ja, der hatte Werkzeug an der Seite. Das heißt, der ist jetzt Bühnentechniker schon. Der Hund träumt nach dem Jagen wahrscheinlich. So wie der Zappel so. Hör, hör, hör. Ja. Na nun, da hat meine Heizung ein ziemlich komisches Geräusch gemacht. So, normaler Betrieb und wen kennt er so alles? Ich glaube, da habe ich rausgesucht, wen man so als potenzielle Partnerin raussuchen kann, weil ich mich daran mal langsam kümmern wollte. Und tja. Musiker treffen. Genau. Weil die Bandmitglieder auch ein wichtiger Punkt ist. Was wollte ich mit dir? Mit dir habe ich. Ah, du hast selber schon gesagt, ich will ein Loch graben. Ist doch schön. So. Noch eine halbe Stunde Aufnahme, die nachvertont wird. Ich bin ja gespannt, ob euch das gefällt im Endeffekt.
ob euch das reicht. Vielleicht sollte ich nächstes Mal auch in kleineren Schnitten machen, dass ich zuerst die Parts schneide und dann nachaufnehme. Dann habe ich so kleinere 15-Minuten-Parts. Was habe ich jetzt da? Ach so, was er alles gefunden hat. Edelstein-Spürnase, 50 Edelsteine. Metallspürnase, 50 Metall ist voll der Wahnsinn. Damit ich kleinere Parts habe, weil ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit so enthusiastisch rüberbringe. Es ist zwar gemütlich, oh, Jagdstufe 6 schon. Es ist zwar gemütlich, aber ich denke mir, ja gut, in der Zeit, in der ich diese Soundaufnahme nachmachen musste, hätte das geklappt, dann hätte ich jetzt was ganz anderes schon aufnehmen können. Weil ich im Moment nämlich gerade keine Minecraft-Aufnahmen mehr in der Rückhand habe. Und im Moment auch irgendwie, dass ich mich mit zwei, drei Leuten gar nicht mehr so oft berede, sag ich mal, ist es so ein bisschen langsam geworden. Muss ich halt warten, bis wir da mal wieder zusammenfinden, alle. Und mache stattdessen dann jetzt demnächst mal Overlord Let's Play, vielleicht. Mal schauen. Vielleicht seht ihr das Let's Play dann, ja, doch, müsste eigentlich. Das habe ich nämlich eigentlich vor, heute noch zu machen. Eventuell ist es sogar so, dass ich, ja, dass ich rein theoretisch am Mittwoch den ersten Part schon rausbringe und es dann am Sonntag danach in dem Let's Play erkläre. Nee, nicht einmal, das ist ja schon der dritte Part. Oh Gott. Ja, gut, okay, also ihr werdet es dann gesehen haben. Dann werde ich das in Overlord noch ein Ahornblatt da. Das ist natürlich nützlich. Du sollst Kohle ran schaffen, Junge. Aurora beim Mülltonnen tauchen. Was? Ach genau, das fand ich witzig. Er hat eine CD-Stereo-Anlage gefunden. Beim Mülltonnengraben. Und ein Parfum. Also der hat Mülltonnen tauchen. Durch seine Sparsamkeit stinkt natürlich jetzt wie Hölle. Aber er hat eine Stereoanlage bekommen. Ja, und der Hund hat einen Edelstein gefunden. Stinkmaskenparfum. Ja, genau. Habe ich es dir nicht verkauft? Habe ich es wirklich hingestellt? Stereoanlage habe ich aber hingestellt. Ja. Hä? Ah. Okay, wollte schon sagen. Ja. Erstmal duschen. Die Mülltonne ist umgefallen. Spielen, herumtrödeln, blödeln. Komm, blödeln mit dem rum. Kann man sich ein Waschbär auch? Oh, 1394. Ja, Mann, jetzt habe ich das Bad gemacht. Genau. Fast 2000 Simoleons. Das ist ja wirklich ein Reichtum. Den hat sonst keine Familie. Boah, nee. Das sah schon besser aus, fand ich. Also, das habe ich sogar genommen. Aber natürlich farblich angepasst. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe es zurückgemacht. Warum? Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Ich hätte das Holz nur ein bisschen dunkler machen müssen. Ah ja. Okay, das ist okay. Das nehme ich auch ganz gern. So. Genau, Waffeln essen und dann schlafen. Oh.
Und der Hund stinkt schon wieder wie Hölle. Und geht natürlich auf mein Bett. Geh da mal schleunigst runter. Habe ich dich nicht mal was essen lassen? Ah, ich wollte schon sagen. Ich habe mich jetzt echt gewundert. So, wie sieht es denn aus? Ja, wie sieht das denn aus? Ja. Nach dem Essen darf er von seinem Herrchen beglückt werden. Nämlich gebürstet, damit er endlich sauber ist. Und dann spielen wir. Yay! Jawohl, der Sozialbalken geht nach oben. Mein Mannequin geht schlafen. Der hat sich erstmal entleert. Jetzt wird er noch ein paar Löcherlein graben. Und dann schicke ich ihn, glaube ich, auch schlafen, oder? Ja. Herrchen und Hundchen schlafen gemeinsam zusammen. Im Haus. Der Hund, der eigentlich als Wächter fungieren müsste, hat es nicht getan. Tja, und das Licht des Tages ist hereingebrochen. Kochen und Gitarre, mehr hat er nicht drauf bis jetzt. Ey, und dann schicke ich ihn direkt los. Der Hund ist gleich fertig. Interessant, dass er trotzdem noch schmutzig ist. Ich glaube, das habe ich immer noch nicht begriffen gehabt in der Aufnahme. Ich glaube, ich muss den mal baden. Jawohl, der Papierkram ist erledigt. Bla. Bessere Jobleistung. Bla. What is he doing? Ach, habe ich versucht für Geld zu spielen, oder? Und der Hund hat schon wieder eine bessere Sammelleistung. Ein Park. Und er buddelt direkt vorm Haus. Und er hat leider nur was Interessantes gefunden. Eine Schlangenhaut. Ach ja. Habe ich ihn direkt wieder losgeschickt? Ich habe den Hund direkt wieder losgeschickt, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, was er noch findet. So, spielen. Zuneigung. Hand beschnüffeln lassen. Umarmen. Oh. Was habe ich da ihm gegeben? Na egal, jagen. Zum ersten Mal ein Wildpferd gesehen. Klar, weil Wildpferde ja auch so rumlaufen. Fand ich echt witzig. Das finde ich so witzig an diesem Spiel. Es laufen hier wilde Pferde rum. Als ob die sich nicht schon längst jemand gekrallt hätte, ey.
Ein Pferd ist teuer. Die kann man gut verkaufen. Katzenbabys dünsten. Wer kennt Paul Panzer? Habe ich mich da entschieden, mal irgendwas zu machen? Oh ja, habe ich das gemacht? Ja, den Einfluss bei den Nerds. Ich komme mir so unglaublich schlau vor. Ja, genau. Genau, genau. Wohin genau? Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, gemacht. Meine Fahrgemeinschaft fährt gleich. Einfluss bei den Nerds noch mehr erhöhen. Habe ich es nochmal gemacht? Einfluss 6 habe ich nochmal gemacht, ja. Und Einfluss 7, oder? Habe ich nachgeguckt? Ich habe nicht nachgeguckt. Ja, jetzt habe ich den Napf des Hundes vor die Waschmaschine gestellt. Ist das nicht schön? Und habe ihn Sammelobjekt finden lassen. Wann habe ich denn die Mülltonne eigentlich wieder aufgeräumt? Das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt nicht vor der Arbeit. So, was haben wir da? Gitarre ist nicht so gut, aber mit den Bandmitgliedern verstehe ich mich halbwegs und meine Laune ist auch top. Tja, und jetzt habe ich diesen langweiligen Screen und warte. Oh, Nasus hat ein Metall gefunden. Beschnüffeln. So, was für ein Metall? Carbonstahl. Das habe ich verkauft. 157. Na, da war ich sehr enttäuscht.